Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Visio Photoshop Tutorials. Mein Name ist Alexei Gofermann und heute zeige ich euch, wie ihr aus euren Bildern, aus euren Porträts, es funktioniert auch mit Tieren, Objekten und so weiter, Wasserfarben-Look erstellen könnt. Ja, also eure Fotos in so ein Aquarell-Wasserfarben-Look verwandeln könnt und das ist wirklich nicht schwer. Sieht geil aus, ist eine tolle Technik. Diesen Stil habe ich auch vor einigen Jahren sehr, sehr oft und gerne in Bildern verwendet, ja, mehr in Composing-Richtung, aber es ist wirklich eine mächtige Technik, die gar nicht so schwierig ist. Vor allem für einen Einsteiger, ja, hier könnt ihr echt einiges aus euren Bildern rauskitzeln. Bevor wir starten, unten gibt es die PSD zum Download, ja, falls ihr euch gewisse Schritte sparen wollt, aber darauf gehe ich später nochmal ein. Ihr könnt euch einfach diese ganzen Einstellungen rüber kopieren. Also die PSD ist unten, die Pinselspitzen, die ihr benötigt, sind unten. Ihr könnt euch auch eigene verwenden oder andere aus dem Internet runterladen. Das ist jetzt nur beispielhaft. Ja, ansonsten, wenn ihr keine weiteren coolen Tutorials verpassen wollt, so wie dieses hier, abonniert den Kanal und Glocke aktivieren. Das war's jetzt auch, wir starten rein. Als allererstes, ja, wir haben unser Motiv. Wenn das jetzt kein Smart-Objekt sein sollte, das erkennt ihr eben an diesem Symbol hier unten, ja, rechter Mausklick in ein Smart-Objekt konvertieren, also ich habe es jetzt nochmal gemacht, ne, ist ganz wichtig, das ist der allererste Schritt. So, als nächstes werden wir jetzt mehrfach Filter anwenden, ja, das Geheimnis des Ganzen sozusagen, die richtige Kombination aus diesen Filtern ergibt ja so einen gewissen malerischen, gezeichneten Look. Ja, wir gehen auf Filtergalerie und dann wählen wir als allererstes die grobe Malerei. Also ich klappe das mal zu, wenn es bei euch so aussieht, ganz oben Kunstfilter, ja, und die grobe Malerei wählen wir aus. Und hier tun wir die Pinselgröße ganz nach oben schrauben, Pinseldetails bleiben auch oben und die Struktur bleibt unten, weil ihr seht hier, ne, das Ganze wird irgendwie bekommt so eigenartige Muster und die Details gehen sehr stark verloren. Natürlich ist das jetzt irgendwo auch Geschmackssache, aber das sind so die Werte, die hierfür gelten. Die könnt ihr auch so beibehalten. Bestätigen mit okay. So, als nächstes wiederholen wir diesen Schritt. Wir gehen auf Filter, Filtergalerie, wählen jetzt aber die Farbpapier-Collage aus. Ja, genau, hier einfach mal die Stufen auf 8, ja, weil wenn ihr seht, das Ganze wird sehr abstrahiert dargestellt. Abstraktionsgrad lassen wir natürlich auch unten. Also wir wollen ja so viele Details wie möglich. Umsetzungsgenauigkeit könnt ihr hier auch auf 1 lassen. Die wird sich in dem Fall auch gar nicht auswirken. Also einfach die Werte so beibehalten. Klicken auf OK. So, jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Schritt und ich glaube, die meisten kennen diese Funktion nicht. Ja, diese wirklich geniale Funktion ist halt wie manche anderen Sachen auch ein bisschen versteckt in Photoshop. Also, wir haben ja ein Smart-Objekt und wir sehen ja hier, ja, wurden unsere Schritte, also unsere Filter draufgeschrieben. Ja, wir haben dieses Augensymbol, das heißt, ich kann alles hier ein- und ausblenden. Deswegen nutzen wir auch ein Smart-Objekt. Also, das ist der zweite Filter, ne? Von unten, also der unterste ist der erste, danach kommt der zweite und so weiter. Und beim zweiten Filter, den wir gerade angewendet haben, hier gibt es ja nochmal so zwei Regler sozusagen. Ja, wenn man das doppelt klickt, kommt ein neuer Dialog. Ja, der könnte euch vielleicht bekannt vorkommen. Ja, wir haben hier die Füllmethoden, also wie hier auch. Das heißt, wir können für diesen Filter auch nochmal eine ganz separate Füllmethode vergeben. Und ja, das machen wir auch. Und zwar setzen wir diese auf Lichtpunkt. So. Und die Deckkraft setzen wir hier mal auf 50. Ja, das könnt ihr auch so beibehalten. Also Lichtpunkt 50, ne? Einfach beibehalten, mit OK bestätigen. Zack. Fertig. So. Als nächstes müssen wir einen Weichzeichner anwenden. Wir gehen auch hier wieder auf Filter, Weichzeichnungsfilter. Und das ist der selektive Weichzeichner. Also der Radius dürfte in der Regel bei 5 liegen, also der funktioniert ganz gut. Schwellenwert immer auf 100, ja, also Radius 5 oder 6 könnt ihr so lassen. Qualität, ja, könnt ihr auf hoch lassen, wenn es bei euch lange rechnet, was ich nicht glaube, könnt ihr auch auf niedrig stellen. Ansonsten hoch und Modus auf Flächen. Ihr bestätigt mit OK.
Zack. So, auch hier müssen wir die Füllmethode ändern und klicken hier auch wieder doppelt, also bei dem selektiven Weichzeichner doppelt. Dann öffnet sich auch wieder der Dialog und hier wählen wir die Füllmethode auf negativ multiplizieren und ändern hier die Deckkraft auch auf 50. So, bestätigen mit OK. Und jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Das heißt, hier dürfte der Wert, also wir gehen nochmal auf den zweiten Filter, auf 100 bleiben. Also so war das richtig. Also hier 100 und nur beim selektiven Weichzeichner, gehen hier nochmal rein, darf er bei 50 sein. Ja, also so ist es richtig. Mit OK bestätigen. Und zu guter Letzt gehen wir nochmal auf den Filter Filter. Stilisierungsfilter und Konturen finden. Zack. Auch hier sieht das mal komisch aus. Auch hier doppelt klicken und auch hier wieder die Füllmethode verändern. Ich möchte das Weiß sozusagen hier ja, anders verrechnen, dass es verschwindet. Wir setzen hier auf Multiplizieren. Und ja, wenn man sich das anschaut, kommt das Bild wieder zur Geltung. Ich bestätige mit OK. Und das ist im Prinzip schon der große, schwierige Teil gewesen, also von die Vorbereitung, von der ich gesprochen habe. Ja. Wir haben hier das Augensymbol, wenn ich jetzt das an- und ausklicke, seht ihr, wie das vorher ausgesehen hat. Das heißt, ich kann auch die einzelnen Schritte nochmal ausblenden, wenn es irgendwas nicht gefallen sollte. Gar kein Problem. Aber das ist im Prinzip das ganze Geheimnis, ja, diese Vorbereitung. So, wie geht es nun weiter? Also, ich klappe das mal zu, ihr könnt das Ganze ein- und ausklappen. Was wir hier angewendet haben. Als nächstes die Textur, die euch holt. Ja, also ich habe jetzt mal hier diese Papiertextur, die muss immer oben liegen und die Füllmethode muss auf Multiplizieren gestellt werden. Ja, also ist ganz wichtig, dass die oben liegt, multiplizieren und alles andere ist drunter. Also als nächstes arbeiten wir jetzt mit einer Maske und Pinselspitzen. Also die Pinselspitzen habe ich euch unten verlinkt. Gibt es auch verschiedene im Internet. Also das sind die, die ich jetzt hier verwende. Als allererstes klickt ihr auf das Maskensymbol mit der gedrückten Alt-Taste. Dadurch wird die Maske angewendet, aber invertiert schwarz. Das heißt, das Bild ist erstmal ausgeblendet. Ja, wichtig auch, dass ihr nicht auf dem Bild seid, sondern auf der Maskenebene hier. Ja, ihr habt hier diesen Rahmen. Ihr nehmt den Pinsel und ladet euch die Brushes rein. Das heißt, ihr nehmt den Pinsel, rechter Mausklick und in diesem Dialog könnt ihr über dieses Zahnradsymbol Pinsel importieren auswählen. Ja, und dann könnt ihr euch diese Pinsel reinladen. Also ich habe euch zwei verschiedene verlinkt. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich damit arbeite. So, also zum Beispiel bei dem Watercolor 93, das ist ganz spannend. Der ist dynamisch in der Bewegung. Ja. Also ich mache das Ganze mal größer. Und ja, wie gesagt, auf der Maske weiße Farbe. Wir wollen ja Sachen zurückholen. Deckkraft auf 100 und ich klicke einmal rein. So, ich klicke nochmal. Und ihr seht, obwohl es immer der gleiche Pinsel ist, jedes Mal, wenn ich klicke, verändert sich der Winkel automatisch. Das ist das Besondere oder das Interessante an diesen Pinselspitzen. Die wurden halt schon so eingestellt, dass es immer nach Zufall immer wieder einen anderen Winkel ergibt. Und somit habe ich dann auch immer nicht immer die gleiche Linie sozusagen, obwohl es immer noch die gleiche Pinselspitze ist. Aber ich probiere jetzt mal einfach ein paar andere rum. Und ihr seht, durch das Klicken, ne, fühlt sich das ganze Bild nach und nach. Und ja, es hat einfach diese Enden, die jetzt nicht direkt ja, zu Ende sind. Ne? Dieser charakteristische Stil, der hier entsteht. Auch ein Tipp, mit STRG-Z auch gerne, also mit Command oder STRG-Z gerne auch mal zurückgehen. Also nicht jeder Klick ja, bringt vielleicht das gewünschte Ergebnis. Genau, ihr könnt da einfach hier mal ein bisschen durchprobieren, variiert mit der Größe, mit ja, Winkel wird ja hier verändert, ne? Hier zum Beispiel zu viel. Hier zum Beispiel wichtig auch beim Gesicht, dass solche Partien auf jeden Fall betonen, dass die ganz klar zur Geltung kommen. Ja, es ist ein Menschengesicht, sollte Ausdruck haben, dass nach hinten keiner ein bisschen ausfaden. Und ja, ansonsten mit der Pinselgröße einfach arbeiten, mit den Pinselspitzen einfach rumprobieren, vielleicht auch eigene runterladen. So, das war jetzt zu viel vielleicht. Vielleicht so in die Richtung. Und ja, einfach mal durchgehen. Ihr seht, das ist super, super einfach und intuitiv. Ich klappe das mal zu und nehme die MacBad Watercolor. Bei denen ist es so, ja, ich finde die charakteristisch spannender, aber die haben halt eben nicht diese Dynamik,
in der Bewegung. Ja, also ich klicke einmal drauf und so ist das Ganze auch. Da verändert sich nicht der Winkel. Ich finde aber deren Kontur und Abschluss ganz interessant. Von daher rechter Mausklick und ihr könnt in diesem Dialog hier, ja, wo ihr die Brushes auswählt, die Pinselspitze auch nochmal den Winkel vom Bild, vom Pinsel verändern. Das ist halt hier die Herangehensweise. Und so könnt ihr einfach da mal durchgehen, schauen, wie wirkt das Ganze, wenn ihr doppelt klickt. Das wäre jetzt nicht gut, zack. Dann könnt ihr das Ganze deckender gestalten und so weiter. Ja. Also desto öfter ihr klickt, desto deckender wird das ganze Bild. Und das ist schon das ganze Geheimnis tatsächlich. Ja, da muss man jetzt einfach rumprobieren, je nach Bild. Einfach mal ein bisschen rumspielen, macht ja auch Spaß das Ganze. Und so bekommt ihr immer wirklich Ergebnisse heraus, die sich ja nie wirklich wiederholen. Also das, was ich jetzt mache, werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen können. Und so entstehen ja immer einzigartige Illustrationen, kann man sagen. Genau. So. Also, das ist das Prinzip. Probiert das aus. Es macht auch wirklich Spaß. Funktioniert eigentlich so gut wie mit jedem Bild. Also meistens kommen wirklich spannende Ergebnisse raus. Und ich habe euch ja noch gesagt, ich mache das nochmal ganz kurz. Ich habe hier ja noch Beispiele mitgebracht. So. So, das reicht jetzt. Also, ich habe hier noch zwei weitere Beispiele mitgebracht, um zu zeigen, wie ihr diesen Effekt weiter vorantreiben könnt. Ihr könnt ganz einfach diese ganzen Filtereinstellungen, die wir hier haben, auf ein anderes Foto ziehen. Also ich habe hier schon mal eins vormaskiert. Also so sieht es aus. Ja. Und das ist auch ein Smart-Objekt, das ist ganz wichtig, um diese ganzen Filter hier anzuwenden. Mit der gedrückten Alt-Taste ja, einfach auf Smart-Filter gehen, gedrückt halten die Alt-Taste und hier drauf ziehen. Wir lassen Photoshop kurz rechnen. Boom. Diese ganzen Sachen wurden rüber kopiert. Ja. Ich habe, wie gesagt, hier schon eine Maske angewendet und wir haben hier diesen tollen Effekt in 0, nix. Ja, also ich habe hier, wie gesagt, einfach hier schon mal mit dem Pinsel was vormaskiert. Genau das gleiche nochmal hier beim Beispiel 3. Ich ziehe das Ganze mit gedrückter Alt-Taste rauf, zack, und kann auch zum Beispiel diese Maske auch mit der gedrückten Alt-Taste hier rüber kopieren. Ja, man könnte jetzt die Maske hier, wenn man sagt, ja, das passt nicht so ganz, verschieben. Wichtig ist, dass das Kettensymbol hier gelöst ist. Das heißt, ihr klickt hier drauf, dann wird die Kette losgelöst und ihr könnt die Maske ja, separat nochmal verschieben. Ja, dann wieder aktivieren. Wenn ihr es nicht macht und es verschiebt, dann verschiebt sich auch wirklich nur das Bild. Also die Kette aktivieren und das Ganze dann zum Beispiel hier neu positionieren. Wenn ihr sagt, hey, das passt, ich will das jetzt zentriert haben und ihr habt super schnell diesen tollen Effekt übertragen. So, noch zu guter Letzt ein richtig geiler Bonustipp. Ja, wir haben ja hier, also beim zweiten Filter, ja, haben wir die Füllmethode geändert. Also ich klicke hier nochmal rein, doppelt, zack. Wir haben hier die Füllmethode geändert. Wenn ich die auf normal stelle, das mache ich jetzt auch, bestätige mit OK. Zack, ihr seht, wir kriegen hier einen komplett anderen Stil. Also das ist wirklich mehr illustrativ, fast schon so eine Vektorzeichnung, was auch sehr, sehr spannend sein kann. Ja. Also bei manchen klappt es besser, manchen schlechter. Wir können das hier nochmal anschauen. Wie gesagt, beim zweiten Filter den Modus auf Normal stellen, bestätigen, zack. Und ihr bekommt quasi hier zwei unterschiedliche Stilrichtungen zum Preis von einem. Also ich wünsche euch viel Spaß damit. So, wenn euch das Ganze gefallen hat und wenn ihr in Zukunft auch keine weiteren coolen Tutorials wie dieses hier zum Beispiel verpassen wollt, dann abonniert unbedingt diesen Kanal. Hier geht es um Photoshop, Bildbearbeitung, Retusche, Composing, also wirklich alles, was damit zusammenhängt. Ja, hier seid ihr auf jeden Fall richtig aufgehoben und die Glocke aktivieren, damit ihr auch benachrichtigt werdet. Für alle, die richtig 100% sicher gehen wollen, gerne Newsletter abonnieren. Alle Newsletter-Abonnenten bekommen jedes Mal Link zu dem Tutorial und die PSD-Daten, frei Haus. Ja. Ansonsten ja, könnt ihr euch die PSD unten runterladen. Wie gesagt, da könnt ihr euch diese Schritte für die ganzen Filter sparen, einfach rüberziehen. Und die Pinselspitzen sind auch unten zu finden. Ja, das war's von meiner Seite und ich freue mich, von euch zu hören. Ja, gerne in den Kommentaren und wenn wir uns bei einem weiteren Videotutorial wiedersehen. Macht's es gut!